Jo und herzlich willkommen zur nunmehr 20. Folge. Und ja, wie wir letzte Folge festgestellt haben, wir haben so einige Dinge, die wir jetzt zu tun haben. Einerseits die Abdeckung bis da hochziehen, das bringt nichts, die greifen da so sehr an. Obwohl, wenn ich es repariere und die Laser, wie viele Lasertürme habe ich? Fünfe, das ist Witz. Das Stahl wird halt häufiger dort bleiben, auch die Kohle. Deswegen macht das schon Sinn, dort die Abdeckung nach oben zu ziehen. Von den Robotertürmen. Wieso kommt hier eigentlich. Ja, dann. Der kommt gerade an. Voll bepackt mit schönen Sachen. So. So, das heißt, mal gucken, wo wir hier die Ende der Abdeckung haben. Machen wir den direkt dahin. Den auch dahin. So. Schaden der Lasertürme braucht schon die gelben, also da kommen wir auch nicht weiter in dem Moment. Im Prinzip ist das mir nützlicher gerade. Als die Express-Fließbänder, muss ich sagen. So. Das mal hier rüber, da könnte man ja vielleicht direkt hier reinbauen. Und dann ist das nämlich schon mal dort, wo sie hauptsächlich angreifen, in der Abdeckung mit drin. Das ist doch sehr schön. Mal geschaut in der Abdeckung. Okay. Sieht es überhaupt aus mit den Robotern? 500 zu 300. Das passt. So. Wir müssten halt jetzt hier runter irgendwie wirklich diese Mauer da unten mal umsetzen. Aber wir haben dafür halt relativ wenige Lasertürme. Und das nervt mich ein bisschen. So, wir machen jetzt hier einfach mal zack. Ab in die Basis. Da können wir jetzt einen Zug zurücknehmen. Der Rest wird repariert oben. Das läuft schon. Richtig viel Stahl eingepackt. Weil das ist ja immer das, woran es noch gehapert hat dort unten. Wo hier geht ja die Stahlleine lang. Wir können das eigentlich auch noch irgendwie darüber ziehen. Ja, das werde ich wohl jetzt auch tun. Es nervt mich hier ein bisschen an, dass ich hier das immer manueller machen muss. So. Zack. Ist das noch? Eine Stromabdeckung, sehr gut. So, flupp, das ist auch durch. Da sind zwei im Abspann. Der läuft soweit auch ganz gut. Gut.
Das soll so mal ganz gut funktionieren. Die Frage, wenn wir den so nehmen, dass sich wirklich hier bloß zwei dafür interessieren, nimmt der jetzt auch den aus dem roten Bereich oder nicht? 10 Objekte, machen wir 10 davon. Gut. Dann funktioniert das nämlich ganz gut. Dann können wir jetzt hier wirklich ein bisschen auf Angriff und Verteidigung gehen. Beziehungsweise ich könnte beim Kupfer noch eine Radarabdeckung bauen. Das werde ich mal tun. Sonst nervt mich das jedes Mal an, auch wenn ich jetzt ein bisschen hin und her renne. Aber trotzdem, das macht Sinn. Ja, die Lichter flackern, wenn hier ein Angriff ist. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Das war die kurze Fahrt. So. Zack. Und jetzt das nächste Alarmchen, was angeht. Das ist unfassbar. Kupferfeld reicht noch circa 2 Stunden. Den Alarm kann man komplett ausstellen, weil wir haben das andere jetzt schon angeschlossen. Das interessiert wirklich jetzt niemanden mehr hier. So, machen wir es so. Das Steinfeld ist noch ein ganz anderes Thema. Da möchte ich jetzt auch ja weitergehen, dass wir uns das nächste sichern. Und die Lasertürme machen ihr Ding schon. So, wir haben zwei Tore. Ist jetzt ein langer Weg, aber wir müssen halt darunter. Was ist denn hier immer mit den Angriffen, ey? Das ist dann auch bald das nächste, was wir absichern müssen. Das ist zum Kotzen. So, ich will hier schon mal eine kleine Absicherung mir bauen. Jetzt kommen sie nämlich schon. Die nehmen wir schon mal wieder weg. Die brauchen wir. So viele haben wir nämlich leider noch nicht.
kommen. Oh, er ist ein bisschen hart. So. Das sind ein paar. Wir müssen hier wahrscheinlich eine Grenze aufbauen. Hier eine Grenze, so oder so. Und hier drüben auch nochmal. Deswegen gehen wir jetzt hier wirklich peu à peu nach unten. Bauen da ein Solar hin, Quatsch, ein Solar, ein Radar, gucken da, wie es dort weitergeht. Na komm, put, 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 put. Kommst du jetzt nicht durch den Wald, oder was? Ja, hier scheint doch eine ganz, ganz gute Engstelle zu sein. So. Und eins der Radarin. So. Der Rest, mit dem laufe ich jetzt nach oben. Die da auf der Insel, das ist halt mein Zoo. Die können ja gerne dort bleiben, das juckt mich nicht. Mir geht es um dieses Steinfeld und da muss ich wieder Lasertürme mir holen, um das weiter abzusichern. Und wir müssen halt ein paar Grenzen noch absichern hier. Das bringt all nichts. Wird halt vielleicht eine Grenzabsicherungsfolge. Oder ich nenne es einfach Rolling Stone. So. Hier müssen wir auch gucken, am besten da oben ist eine gute Engstelle. So. Mauern, Mauern, Mauern. So, und auch hier ein Radar hin. Man weiß ja nie. So. Und schon läuft das Ding. Muss ich halt leider nur hochlaufen, mir noch Zeugs wiederholen. Und dann nochmal runter die dritte Stelle absichern. Und dann können wir uns überlegen, wie wir den Steinzug fabrizieren, wo wir den lang fahren lassen. Denn das eigentliche Steinfeld dort, das Initiale sozusagen, das ist ja gleich durch. Das ist ja gleich weg. So, ne, die waren schneller weg, als dass ich klicken konnte. Aber das lief eigentlich ganz gut. Jetzt das weg mal, muss ich ja ehrlich mal sagen. So, hier wird mir jetzt noch Zeug gebracht. Ah, das ist ein riesen Nest jetzt hier unten. Heidi Witzka. Ja, da wird die Mauer hier unten wirklich wichtig, wichtiger denn je. So, Mauern, 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 Mauern.
bitteschön, liefert mir mal 100, sagen wir mal 200. Ich das dort sehe. Diese Mauer kann ich dann abreißen. Hier wird ja nur minimal angegriffen. Das lohnt sich gar nicht, dort die Lasertürme zu ersetzen. Waren Schlesertürme, sehr schön. So, ich werde noch geliefert. Ach, die Mauern kriege ich noch. Okay, na, ist doch schön. Ist doch schön. Das läuft. Das freut mich, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? So, der Kupferteil wird auch ordentlich abgeholt. Hier, das ist immer noch die Energie, die jetzt hier ausreicht. Ach du Scheiße. Brauchen viel, viel mehr Solar. Ich muss aber, naja, wohin laufe ich jetzt zuerst? Zum Stahl? Also es ist wieder eins hoch, eins runter. Aber die machen halt hier mir Schaden. Das muss repariert werden. Ich muss hoch. Dann gleich dort am besten hochbauen. Ein für alle Mal vernichten. Runtergefahren, Junge. Brauchte dich unten. Ich muss hochfahren. Zwei von denen Roboterhangaren hinbauen und dann wieder runterfahren. So. Gut, der ist es in der Abdeckung drin jetzt und jetzt hier drüben noch. So. Jo. Und laufen wir jetzt dort hoch, machen wir jetzt die platt, wenn die dort rumnerven. Ja, Stein. Ja. Das erinnert mich wieder daran, dass ich hier runter wollte. Also der Stein, der nimmt echt rapide ab dort. Dafür ist so ein Erinnerungsalarm immer ganz gut. Wir müssen uns echt um den Stein kümmern. Sonst ist bald zappenduster. Mach mal bitte davon 500. Was auch immer, kommen Sie rein. Zack. Sehr schön. Okidoki.
Gehen wir weiter. Wir müssen dort unten jetzt das Feld absichern und dann gucken, dass wir hier den Stein vernünftig auch hochgefahren bekommen. Das wird interessant, hier über die engen Stellen einen Zug lang zu laufen. Weil Linfill haben wir auch nur noch in geringen Mengen, weil der Stein halt jetzt echt zur Neige geht. Die Wissenschaft frisst und frisst uns die Haare vom Kopf. Das ist jetzt wirklich bloß Reagieren auf den Verbrauch der Wissenschaft. So. Gut, das sind vereinzelte Angriffe, die interessieren uns jetzt gerade mal nicht. Wir müssen zusehen, dass wir hier rüberkommen. So, hier lohnt sich's wieder, glaube ich, eine Mauer zu ziehen. So. Hier und hier auch ein Radar noch hin. Da haben wir das dort abgesichert. Und jetzt nur noch nach unten, was der schärfere Ding wird, da unten das Ganze abzusichern. So, jetzt haben wir das Ganze hier unten eigentlich, hoffe ich mal, so weit abgesichert. So, mit dem Zug hier durchkommen. Oh Mann, das wird erstmal eine Zuglinie. Heidi Witzka. Wir werden den auch erstmal hier anbringen, dass er hier abliefert, wo das alte Feld war. Gut. Glaube, wenn der hier so durchkommt, da muss nämlich schon mal Lenfil hin. Fängt sie mich schon an. Bedeutet aber auch, wir können hier. Und dann gucken, wie diese vier Waggons hier hinstellen, sich hinpassieren. Können wir ja gleich mal gucken. Könnte knapp werden, aber
Yam, yam, na klar. Stein, Mine 01. So. Und dann gucken wir mal, wie man das gleich hier nach oben fabrizieren. Da oben, das ist jetzt abgesichert, der Moment dort. Also da muss ich wirklich sagen, da mache ich mir jetzt keinen Kopf mehr. Genau dort muss natürlich der Strommast stehen. Es ist natürlich sowas von klar. So. Och, das ist doch eine schöne Angreiferei. So. Und hier geht es weiter mit Holzen. Oh Mann, das Schwierigste habe ich glaube ich schon überstanden. Jetzt müssen wir hier schräg nach oben und dann nur noch dadurch. Gut, okay. Wann scheitert es hier eigentlich gerade? Lilan, wann scheitert es da? Immer noch? Weil die Roten jetzt nicht daherkommen, weil Plaster, ach du Scheiße. Okay, das ist das nächste Thema. Oh. So, dann legt mal los. Die ganze Mauer hier kann ich abreißen. Die brauche ich nicht mehr. Na komm, die machen wir so per Hand. Geht schneller. Perfekt. Weiter im Text. Weit sind wir jetzt schon? Fast zu weit eigentlich schon. Wir müssten hier. Hier durch jetzt. Bevor ich in diesen Bereich komme, das kann ich wieder wegnehmen. Genauso wie das. So, hier muss ich jetzt allerdings diesen ein bisschen weiterziehen.
Das wird jetzt meine neue Hauptstromlinie. Nach unten, da dieses Steinfeld ja nach und nach entfernt wird. So, legt mal los. Sehr schön. So, denn jetzt kann ich hier mit dem Gleis noch weiter nach oben kommen, ohne dass ich hier in die Bedrohung komme. So. Stein ist weiß, machen wir es so. Zack. Basis. Stein. Ein. So. Wollen uns jetzt einfach, dass die Eisenplatten da vom Fließband. Stahl. Wie ich den Stahl da wegkriegen soll aus den mittleren Fließbändern, das ist mir ein Rätsel, deswegen gehe ich hier hoch und schnapp mir das hier. Das ist ein vierter. Und da sind Motoren. Motoreneinheiten. Die produzieren wir doch hier auch irgendwo. Dass jetzt hier das am Plastik hängt, das ist halt kotzig. Da müssen wir uns auch nochmal ransetzen. So, möge es geliefert werden. So, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Das kann alles weg hier. So. Sehr gut. Das läuft, das kann alles weg. Bestimmt wieder da. Okay. 26. Wo kommen die her, ey? Kommen die echt hier so rumgelaufen? Ich weiß es nicht. Egal. So, wir müssen jetzt hier den Zug aufbauen. Bei diesem Zug, ich möchte das auf die rechte Seite machen, die Kohlebeschäffelung. Auch wenn ich jetzt hier Untergrundfließbänder dafür gebraucht habe, ich möchte die rechte Seite frei haben zum Entladen.
Und schwuppdiwupp. So. Das ganze Entladungsding einladen. Entladen. Der plus diesen einen Block einladen. Einladen. Ja. Sache, dann müssen wir das halt erstmal so machen. Na toll. Schön. Schön, dass das nicht hinhaut, weil dieses eine Teil ja noch 200 noch was Dinger hat. Nichtsdestotrotz können wir hier den Bereich erweitern. Zwölf Kisten, das müsste machbar sein. Okay, das läuft soweit. So. 75, meine Fresse hier. So, jetzt die Frage. Wir kommen hier mit einem Steinteil hoch. Kriegen wir das irgendwie besser hin, wenn wir das hier drüben lang zwirbeln als Doppelfließband? Ja, ne? Müsste machbar sein, dann müssen wir das hier bloß ein bisschen umswitchen, dass das nach der Richtung geht, aber das läuft. Dies könnte man eigentlich auch mal abreißen hier. Sehe ich gerade so mal nebenbei gesagt. Machen wir das doch mal. Weil dann können wir auch die nach und nach hier updaten. So. Das heißt aber auch. Okay, das ist voll in der Abdeckung. Das heißt aber auch hier plus Steinmine, wenn voll, plus. Basissteine ein, wenn leer. So, fahren wir mal zur Steinmine. Die erste komische Fahrt hier durch. So. So, das Ganze dann noch als einen, da was. Das müsste man eigentlich dahin direkt. So, denn 1, 2, bam.
Ja, ich weiß, dass mir dort noch vier Stahldinger fehlen. Das interessiert mich gerade nicht. Denn ich muss hier jetzt langsam zusehen, dass ich diese Folge was gebacken kriege. So, machen wir hier erstmal den, den, den und den. Müssen wir auch in Zukunft gucken. So, das läuft hier alles. Das läuft, das läuft, das läuft. So, kurze Anpassung. Das darüber. Das hier rüber. Hier noch. So. Das Klärchen. So. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. So. Mal gespannt, ob das noch ausreicht, hier den schon mal anfänglich zu befüllen. Ich glaube nicht. So. So. So, na, und da waren sie nämlich dem Ende zugegangen. Gut, jedenfalls kann das schon mal anfangen hier zu befüllen sich. Wir brauchen noch vier Stahldingsterbumster, das ist jetzt nicht das Ding. Die machen wir in der nächsten Runde. Ein bisschen Zeit haben wir noch und dann haben wir hier letzte Runde Kupfer, diese Runde Stein. Also erstmal wieder genug Ressourcen rangeholt, damit wir hier in Zukunft uns wieder um die Produktion kümmern können. So, bin ich jetzt hier? Ja, bin ich. Gut. Das. So, jetzt lasst mir mal Stahl zukommen hier. Ich will hier, wie viel Stein ist hier noch? 7,3. Okay, das dürfte ja schnell weggelutscht sein eigentlich. Komm jetzt hier Stahl. Sehr schön. So.
Perfekt. Hier kommt auch noch ein bisschen was an. Das läuft. So. Wie tun wir da hin? Was haben wir jetzt hier? Davon haben wir auch noch ein paar. Gut. Alles klar. Dann geht's jetzt wieder runter zur Steinmine. Ja, 93, okay. Früher oder später müssen wir das eh alles ersetzen mit Lasertürmen. So, manuell. So, perfekt. So. Damit läuft das hier erstmal. Also ich möchte das gleich ein bisschen größer aufziehen hier, damit ich nicht dann aller Furze lang mich wieder hier hinlaufen muss. Oh, der repariert das. Okay. Ist doch okay. Deswegen war das hier gleich mal ein bisschen größer. So, das bedeutet aber auch, ich brauche hier noch Lenzel, um diese ganze Sache hier besser abbilden zu können. So. Und nochmal dieses schöne Blaupausenbuch, was ich mir jetzt hier gebastelt habe. So. Gut, der ballert hier richtig schön durch. Und damit zack wieder hoch zu Basisstein ein. Es ist eine echt kurvenreiche Strecke, aber ich wollte jetzt, wenn schon Stein eng ist, nicht so verschwenderisch damit umgehen. Stück, okay, dann kann der nämlich auch weg und dann kann man hier das nach oben ziehen. Dann echt hier die Zweierstrecke da hochziehen. Das können wir eigentlich jetzt hier schon anfangen, wenn wir dieses Blaupausenbuch hier, wo wir, ja, genau, das brauche ich. Hier diese Strecke. Schon mal definieren können. Der kann auch weg, denn ich möchte ja hier die nächste Strecke noch hochziehen. Das eine da, das war jetzt verklickt. So. Kommt dann natürlich dort hoch, ja. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir wollen hier, wenn das Teil auch noch weg ist, mal das ganz geschmeidig hier durchziehen. Das ist weg, das ist alle. Das ist alle, das ist alle. Hier, das kann man so wegmachen. Der kann auch weg. So. Die sind bis dahin alle. Die sind bis dahin alle. Der ist alle. Der hat noch. Gut. Kann erstmal abräumen.
Und die nächste Runde fertig. Ja, warum nicht, ne? Komm, wer hat nie verlassen, ist auch nicht so dumm. So. So, einmal den. Das Ganze möchte ich jetzt natürlich hier balancen. Jetzt muss ich hier gucken. Der Strom, den muss ich hier anders mal führen. So. Perfekt. So, jetzt habe ich aus den Vierern Zweier gemacht. Sollte soweit funktionieren. Durch Umweltverschmutzung, ja klar, ne? Weil die hier erstmal durchballern. Da brauche ich nur einen Radar, um die Abdeckung ordentlich zu haben. Ja. Okay, Zeit, wenige Minuten noch. So. Sorry, wenn ich gerade nie rede, aber ich bin hier echt gerade am konzentriert bauen, ne? So. So, lala. Es geht jetzt soweit bis durch, bis oben hin. Das wird nach und nach noch gebaut und dann kann ich das hier dementsprechend anschließen. Das müsste ich halt umbauen, woanders nochmal hinbauen, aber das ist ja jetzt nicht das Riesenproblem. Das bedeutet, wenn mir jetzt hier noch ein paar Fließbänder angeliefert wurden. Ja, werden. Kann ich mit dem ganzen Zug nochmal nach unten fahren? Zack. Und nochmal schauen, dass ich es da noch ein bisschen besser hinkriege und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Zack.
Wir setzen das Ganze mal auf manuell, dann komme ich schneller wieder nach oben. Ein Radar dahin, das brauchen wir. Strom, Strom ist natürlich so ein Thema. Das wird halt dann nächste Folge. Was werden so? Der ist schon mal leer gelaufen. Der ist leer gelaufen. Der ist leer gelaufen. Der ist leer gelaufen. Der ist leer gelaufen. So, lala. Macht mal euch hier hin. Und hier möge ich jetzt das Ganze einmal so noch rein verteilen. Dass auf der Seite alles reinkommt und auf dieser mache ich es aber anders. Hier können die ruhig nach unten, aber da ist noch Landfill-Thema. Zack, passt. So, jetzt habe ich das ganze Feld hier, ganzen 2 Millionen drinne. Ist für mich die Sache. Ich möchte ja das Ganze hier auch noch mal ein bisschen abfragen lassen. Haben wir hier denn einen Lautsprecher? So, hier möchte ich gesamtes Erzfeld. So, und jetzt wird es wieder mal interessant. Ich verbrauche Stein. In der Produktion verbraucht 30.000. Also bei 100.000 wären es 3 Stunden. Stein unter 100.000. Passt das? Nee, 1 Million. 100.000. Global Benachrichtigung. Stein fällt. Reicht noch circa 3. Ah. So. Alles klar. Damit fahren wir wieder hoch. Das ist jetzt automatisiert hier das Ganze. Komplett. Müssen wir lange, 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 lange nicht hin. Und wenn wir wieder oben sind, dann ja, ist diese Folge auch zu Ende. Das nächste Mal dann der Steinanschluss noch an die ganze Produktion. Im Zweifel und um den Strom kümmern. Das wird ein ganz großes Thema. Zack, zack. Oh. Das Ding ist wirklich hier fast komplett weg. Aber wir haben ja, wie gesagt, die Steinteile jetzt schon hier hochgebaut. Das läuft dann. Kohle, Kupfer, alles läuft hier einwandfrei. Stahl läuft weiterhin sehr, sehr gut hier oben. Laserverteidigung ist schon langsam aufgebaut.
Und wir kommen dementsprechend voran. Ja, hier sind natürlich die Reparaturroboter gefragt, aber das juckt mich nicht. Das macht die Fabrik alleine. So, hier werde ich nochmal beliefert. Und in dem Sinne speichern und die 20 speichern. Spieladen, wo waren wir? Ah, 20 Stunden, 2 Minuten, 25 Sekunden. In dem Sinne sage ich nur, ich hoffe, euch gefällt es weiterhin und ich versuche ranzukommen, aber ja, Besuche voll gedrängt. In dem Sinne, bis denn dann, euer Prisos.